Hallo und herzlich willkommen, liebe RCK-Freunde, ich bin der Zapp mit meinem Let's Play VRC Pro und gerade eben habe ich das Spiel bzw. den Simulator aktualisiert und es ist eine neue Fahrzeugklasse dazugekommen, nämlich die Buggies 1:8 mit Elektroantrieb, also die offizielle Abkürzung heißt, glaube ich, OR8E. Die sind jetzt dazugekommen und gucken wir uns jetzt gleich mal an und schauen uns die auch gleich mal an. Also hier sind 1:8 Nitro Buggy und 1:8 Elektro Buggy. Die wählen wir uns mal aus. Ich habe selber noch nicht detailliert reingeguckt, geschweige denn gefahren. Das machen wir zusammen. Auch hier gibt es die Klasse Low Performance, High Performance. Wir gehen mal direkt in die High Performance. Dann habe ich hier direkt mal einen abgespeichert. Einen mit einem Elektromotor 1900 kV. Ja, dann nehmen wir den mal, oder? Gucken, was da so passiert mit den Elektrobuggies. So. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Kann ich mich jetzt hier auch ranzoomen? Ich glaube, ich kann mich jetzt hier auch ranzoomen, ne? Ja. Okay, kann ich jetzt auch mich umschauen? Ja, ich kann mich auch ein bisschen umschauen. So, also Regler und Motor und Akku. Alles so, wie es sein soll, oder? Alles so, wie es sein soll. Ja, ich würde sagen, Details gucken wir gleich, was ich anders an so einem Auto machen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Strecke. Strecke machen wir mal eine, die wir noch nicht gemacht haben, die ich hier auch schon geladen habe. Nitro Blast 5, die machen wir mal. Die haben wir noch nicht in unserem Let's Play gemacht, deswegen machen wir sie jetzt mal. So, was haben wir hier? Es gibt noch keine anderen Fahrzeuge, die mit uns diese Klasse fahren wollen. Nicht schlimm. Machen wir es halt alleine. So, was haben wir denn hier? Ja, das lassen wir alles erstmal so, wie es ist, oder? Das lassen wir erstmal alles so. Okay. Hinein und mal schauen, was sich so ergibt. So, da steht er. Das ist alles natürlich jetzt Welcome total to this track. Dankeschön. Enjoy your racing. Ja, das tue ich. Das ist natürlich jetzt alles total ruhig hier. Nur mein kleiner Buggy. Und es hört sich so an wie... Upsala, ups, der schwänzelt aber schön. Und fliegen tut er auch schön. Der schwänzelt aber sehr, oder? Ja, also Setup machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen, nur ein bisschen, wie das ganze Ding so fährt. Und wie wir hören, hören wir nicht viel. Upsala. Ja, Setup müssen wir noch machen. Aber, upsala, der fährt sich tatsächlich, ui, ziemlich hoch auf dieser Todeskurve, tatsächlich komplett anders als Lap 157.7 seconds. Ja, als die Nitro-Buggies. Also das Fahrgefühl ist tatsächlich komplett anders. Und auch der Druck von unten, so wie wir es halt von den Elektrobuggies kennen. Tierisch viel Wumms, tierisch viel Drehmoment. Das ist sehr cool, finde ich. Das fühlt sich schon sehr, sehr gut an. Obwohl die ja gerade jetzt erstmal rausgekommen sind und die fallen da bestimmt noch ein bisschen an der... Ups, ja, zu weit. Mit dem Nitro-Buggy erstmal so nicht passiert. Oh. Ist natürlich geschickt. So,
Wir testen einfach nochmal, wir fahren ein bisschen, gucken, wie sich das Auto so verhält. Lap 2, 58.11 seconds. Anhören tut sich schon mal gut, finde ich. Also die Geräuschkulisse ist schon ziemlich real. Jups. Ja gut, das ist Setup, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Aber erstmal so. Erstmal so. Sieht, was meint ihr? Sieht erstmal ganz manierlich aus, oder? Jetzt nicht meine Fahrweise, nee. Die meine ich jetzt nicht, aber so. Lap 3, 52.01 seconds. Die Geräuschkulisse. So, das Flugverhalten müssen wir gleich auch uns noch mal ein bisschen angucken. Das habe ich ja bei den Nitros ein bisschen bemängelt, dass die im Flug nicht so sehr auf Gas und Bremse reagieren. Mal gucken, ob sie das hier ein bisschen besser gestaltet haben. Bei den Elektro. Das können wir gleich mal testen. Also hier anscheinend, wenn ich Gas gebe, dann hebt er die Nase schon sehr direkt. So war jetzt mein Gefühl. Lap 4, 49.34 seconds. Ja, habt ihr gesehen? Jetzt habe ich in der Luft gebremst. Und schwupp, ging sofort die Nase nach unten. Das ist ja sehr cool. Das war bei den Nitros, ist mir das nie so massiv aufgefallen. Kann ich mit denen auch eigentlich rückwärts fahren? Ja, kann ich auch. Ob ich jetzt den Regler in unterschiedliche Programme einstellen kann, weiß ich jetzt erstmal so ad hoc auch nicht. Aber das können wir ja gleich uns mal angucken. Da muss ich mal versuchen, aber das machen wir später, wenn wir Setup machen. Lap 5, 52.63 seconds. Ja, das war natürlich zu blöd. Das war meine Schuld, da war ich zu spät dran. Zu spät dran. Ja, und auch wenn ich Gas gebe, da hebt er die Nase sofort wieder. Also das Fahrgefühl ist wirklich, wirklich super. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr erstaunt, dass das wirklich so gut klappt. Erwartet, ehrlicherweise, dass das so fahrgefühlsmäßig wie der Nitro nur mit Elektrosound ist. Wisst ihr, aber ganz das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Lap 6, 54.59 seconds. Ja, jetzt kam die Nase nicht so gravierend hoch, obwohl ich in der Luft nochmal Gas gegeben habe. Bremse ist auch in Ordnung. Wir fahren jetzt mal eben kurz an die Box, dann gucken wir uns an, was ich im Schnell-Setup-Menü habe. Also was meine Boxencrew mal eben schnell ändern kann. Da müsste natürlich jetzt der Akkuwechsel stehen und vielleicht, ja, Regler nicht, aber Akkuwechsel. Solchen Kram alles. Dann fahren wir mal eben zur Box. Ja. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir den Akkuwechsel, Motortemperatur haben wir hier, Übersetzung kann ich hier machen, Bremse kann ich hier einstellen, okay. Hier kann ich die Diffs machen und hier habe ich, okay, die Gradzahl, Vorspannung, okay. Ja, eigentlich alles Wichtigste, oder? Okay, hier habe ich die Vorspannung in den Dämpfern, kann ich hier noch ein bisschen manipulieren.
Und hier habe ich die Batterie. Der Akku, den kann ich hier wechseln. Okay, und hier kann ich immer auf die Temperatur gucken und gucken, wie die Übersetzung denn so aussieht. Sollen wir die mal ändern? Wir machen das mal so. Mal gucken, ob es besser ist. Einfach nur mal, damit wir es mal gemacht haben. Wir ändern mal. Okay, weiter geht's. Akku habe ich jetzt nicht gewechselt. Lap 7, 112.32 seconds. Okay, man merkt, es geht gleich ein Stückchen weiter. Hat also deutlich mehr Power untenrum nochmal. Okay. Deutlich mehr Power untenrum, weil die Übersetzung natürlich jetzt anders ist. Okay. Ja, man merkt's. Mal gucken, wie es jetzt auf der Gerade ist. Lap 8, 47.46 seconds. Ja, da muss ich nochmal gucken. Da müssen wir nachher. Oder wenn wir ein bisschen Setup machen. Uns natürlich auch die richtige Weite dann einstellen beim Gas geben, dass wir da genau nicht zu weit fliegen. Das knallt immer so schön. In der Realität tut es dann nicht so gut im Auto. Ja, und da ist es zu weit, eindeutig. Ein wenig zu viel Gas gegeben und schwupp, 3 Meter weiter. Wie es halt bei den Elektroautos mit so viel Bums halt ist. 951.78 seconds. Nur fliegen wir schöner. Ups. Ja. Ja, ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß. Also, das ist genau mein Ding. Wenn ich mich jetzt hier nicht ewig plappern würde. Also, das ist genau mein Ding. Die Geräuschkulisse gefällt mir sehr gut. Das heißt, das Spiel schreit mich jetzt nicht die ganze Zeit mit den Nitro-Motoren an, die ja zugegebenerweise ein bisschen noch von der Realität abweichen. Aber hier dieser Sound, den haben sie schon richtig gut erwischt. So, sollen wir uns noch mal ein bisschen im Menü und in dem Aufbau des Menüs umgucken? Ich würde sagen, ja, oder? So, wir verlassen mal die Strecke und gucken uns mal an, was wir an den Elektroautos denn so bauen können. Car Setup. Lass uns doch mal einfach mal ein komplettes Auto selber zusammenstellen. Das versuchen wir jetzt mal. Wir nehmen ein Chassis. Welches Chassis haben wir denn da? Wir haben das und Asso. Bei Asso haben wir aber... Da ist ein Shortcut, da haben wir kein, nee, haben wir nicht. Kein 1:8 Chassis dabei, hier auch nicht. Haben wir ein Kyosho 1:8 Chassis? Nee, Kyosho 1:8 Chassis haben wir noch nicht. Auch nicht. Was haben wir da hinterher noch? X-Ray haben wir auch kein 1:8 Chassis. Das heißt, wir haben hier nur hier ein 1:8 Chassis. So. Non-adjustable. Und das kann man einstellen. Okay, nehmen wir das Chassis. Das Chassis wählen wir aus. Was passiert jetzt? Ein leeres Chassis. Der nächste ist der Motor. Was haben wir hier? Ein Ecktec unten. Tekin. Bei dem Tekin haben wir 1900 kV, 2050 kV und 2650 kV. Zeigt mir aber bitte die Strecke, auf der man das braucht. Naja, okay, wir nehmen mal hier, das ist ein 1450, also das ist ein ganz, ganz kleiner. Okay,
Wir nehmen mal den 1900er, den packen wir da schon mal rein. So. Dann haben wir, kann ich jetzt hier eigentlich, ach guck mal, das kann ich jetzt hier so anheben. Jetzt kann ich das mir so hier angucken. Aber reinzoomen kann ich nicht, ne? Aber drehen kann ich. Okay. Drehen kann ich. Ja gut. So, also Regler haben wir nur einen im Moment, aber da wird im Laufe der Zeit garantiert noch mehr kommen. Im Moment haben wir nur diesen Tekin-Regler. Und Regler ist drin. Akku, was haben wir da? 5900, 5500, 6500. Wo ist der Unterschied? Das 14,8. Man weiß es nicht. Ach so, der hat. Ja, okay. Gut. Da braucht man zwei von. Ja, ja, okay. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Nee, 4S sind beides 4S. Das ist kein 2S, das ist alle beides 4S. Naja, ist halt so. Wir nehmen den. So. Was haben wir als nächstes? Okay, Felgen. Sollen wir Proline-Felgen nehmen? Proline-Felgen nehmen wir. Wir haben Proline-Felgen. So, und dann haben wir Reifen. Was haben wir denn für Reifen? Wir haben Acker, wir haben Proline und wir haben was auch immer das für Reifen sind. Stickstyre. Wir nehmen Acker. Acker City Block. Ich glaube aber, dass auf der Strecke, wo wir gerade sind, diese Soft, ich glaube, die sind toll. Ich glaube, die sind toll. Die nehmen wir mal. Und schwupp, haben wir Reifen. Transponder, ja gut, haben wir nur einen Transponder von MyLabs. Buddy, wir nehmen ein Betty Design Buddy, nämlich dieses. Yeah. Okay. So. Und dann haben wir noch einen Heckspoiler, dann nehmen wir den von Asso. Ja, sieht toll aus. Okay. Und hier oben habe ich jetzt noch irgendwelche Farbschematas, die ich ändern kann. Und hier unten kann ich jetzt am Setup wie wild rumschrauben. Ja? Hier ist alles und nichts einzustellen. Unglaublich. Mit Tipps und was sollte man tun und was sollte man lassen. So, das ist hier für die Driveline und Spur und Brake Setup und ich habe keine Ahnung. Elektrik, was kann ich hier machen? Okay. Hier kann ich die Zeiten einstellen. Hier kann ich das Maximum einstellen, okay, Punching Setup, gut, das kann ich dann normalerweise, ist das über den Regler, über die verschiedenen Programme auch einzustellen, das kann ich hier auch alles tun, was sehr cool ist, finde ich, okay, also hier kann ich das komplette Electric Setup machen, kriege ich denn hier auch Infos, ja, hier kriege ich auch Infos hier auf der rechten Seite, was auch sehr, sehr cool ist. Okay, so, das ist Elektrik, Setup Sheet, ja, da kann ich das komplette, ja, eigentlich alles, was so Rang und Namen hat an so einem Auto, kann ich hier natürlich einstellen, sehr schön, hier kann ich die Dämpfersituation einstellen, das ist auch schön, mit wie viel Öle und wie viel, welche Federn und ach, alles. Und das, okay. Auch das Spring Preload, okay, auch alles toll, alles toll. Also, ich kann das komplette Auto auch hier im Elektrobereich komplett umstellen. So, wie nennen wir das denn jetzt mal? Ich speichere mal das Auto. Ich nenne das mal ZAP O groß bitte OR8
E. Okay, das speichern wir mal. Jetzt gehen wir zurück und drehen mit unserem selber zusammengestellten neuen Auto nochmal 2 bis 6 Runden. Nein, wir wollen immer noch nicht mit anderen zusammenfahren. Sind da eh keine da. Mal gucken, wie sich das Auto jetzt verhält. Welcome to this track. Enjoy your racing. Dankeschön. Und boah, heieiei. Schneller, höher, weiter. Lenkung habe ich ein bisschen zu wenig. Das Heck ist ein bisschen instabil. Die Lenkung ist, naja, müssen wir noch ein bisschen dran. Okay. Aber, wie gesagt, das ist jetzt so ein ganz klein bisschen wie das Standardauto, was wir jetzt gerade geladen hatten. Es fühlt sich ein bisschen an wie das Standardauto. Ja, zu kurz darf ich auch nicht springen, dann knallt es auch. Wie gesagt, da muss noch ein bisschen was am Setup gemacht werden. Aber ich glaube, die Elektroklasse ist wirklich, wirklich super gelungen, wie ich finde. Es macht bestimmt genauso viel Spaß wie die Nitro-Klasse. Wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren würde, dann würde es vielleicht auch ein bisschen besser klappen. Aber ich erzähle halt immer noch ein bisschen was. Ja, Bremsen muss ich auch noch ein bisschen korrigieren. Rückwärts kann er auch fahren. Sehr schön. Ja, damit habe ich jetzt erstmal in dieser Folge euch so ein bisschen die neue Klasse gezeigt. Offroad 1:8 Buggy Elektro. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Also fahren macht wirklich, wirklich Spaß. Kann ich jedem empfehlen. In der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir ein bisschen am Setup schrauben und uns mal hier auf der Strecke so ein bisschen einschießen. Mal gucken, welche Zeit wir so hinkriegen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button. Ich bin raus. Bis dann, euer Zapp.